herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist für euch wieder der Thorsten. Ja, die Zeit, die wir hier im Ingame haben, ist auch entsprechend auch der tatsächlichen Zeit. Wir haben jetzt gerade mal eine Minute vor acht. Kaffee habe ich am Start. Und ich habe mir gedacht, hier auf dem Sonntag, es ist mal wieder Zeit, eine Runde Fernbus-Simulator zu fahren. Viel getan in dem Sinne hat sich nicht. Es gibt neue Fahrercharaktere. Und wir haben da heute mal die Ludmilla als Fahrerin ausgewählt, also optisch schon sehr resolut. Eine hübsch attraktive Fahrerin wäre da schon schöner gewesen. So, ich hatte eben noch Probleme mit der Steuerung, deswegen musste ich das Ganze hier einfach alles nochmal starten. Es ist natürlich alles aus WLAN. Achso, Mutter, genau. Mutter ist stopp. Achso, komm. Ah, Herrgott. Eins. So, Zielanzeige deaktivieren mit Z. Und wir müssen den Motor starten. Vor allem bin ich mal gespannt, ob er. Warum reagierst denn du jetzt nicht? Vor allen Dingen bin ich mal gespannt, ob er jetzt auf den Controller reagiert, weil das hat er nämlich eben auch nicht gemacht. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Halt die Klappe. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid. Und ich hoffe, ihr geht auch wieder. So. Dann können wir, glaube ich, mal zu unserer Haltestelle fahren. Unsere Fahrerin sehen wir jetzt irgendwie gerade. Die sehen wir dann wahrscheinlich gleich so. Achso, Bilder. Ja, ich habe so noch immer meine Probleme mit der Steuer, aber wenigstens lenkt er jetzt. Das ist ja schon mal viel wert. So, wo müssen wir hin? Ich glaube, mit mir möchte man auch nicht als Busfahrer fahren. Dann hat man mehr seinen Kaffee auf dem Schoß als alles andere. Ich kriegte heute Morgen noch bei Facebook zu lesen, dass ich auf meinem schönen neuen Stuhl doch dann vorsichtig fahren soll. Wieso kann. Warum jetzt. Achso, ich wollte gerade sagen, warum reagiert die Maus jetzt nicht? Aber das war jetzt mein Fehler. Wir blinken mal. Ich finde es hier mit dieser Kamera noch irgendwie so unglaublich. Ja, ich werde nachher auch nochmal bei On The Road reingucken. Cattle and Crops habe ich die Demo-Version und man muss sagen, ja, was die Entwickler da gemacht haben. Schön. Ich habe da übrigens auch erfahren, dass diejenigen, die dieses Cattle and Crops ins Leben gerufen haben, das sind wohl alles LS17-Modder, die sich gesagt haben, okay, dieses und jenes gefällt mir nicht. Das ändern wir jetzt mal. Die haben da echt ihr eigenes Ding gemacht. Und ich glaube, das wird eine realistische Sache. Was da wohl eben auch sein soll, dass man die Äcker richtig bearbeiten muss. Dass man die Frucht, die drauf wächst, richtig düngen muss. Dass unter Umständen auch mal was kaputt geht. Also schon sehr, sehr anspruchsvoll. Ich selber bin zwar auf dem Land groß geworden, aber ich habe echt von Ackerbau und Viehzucht überhaupt keine Ahnung. Also ich muss mich da echt intensiv dann mit befassen. Aber ich hoffe, dass. Aber ich denke, es wird Spaß machen, definitiv. Es wird auch Mods dafür geben. Es wird wohl auch einen Multiplayer dafür geben. Ja, und von der Seite her könnte das eine echte Konkurrenz zum Landwirtschaftssimulator werden. Was ist hier eigentlich los? Könnt ihr nicht fahren? Wollt ihr nicht? Junge, 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 Junge. Fahr doch einfach weiter. Da vorne ist doch jetzt Platz genug. Du kannst dich doch da. Du könntest dich doch da vorne jetzt einsortieren. Was soll denn der Scheiß jetzt hier? Sag mal. Jeder kann sich einordnen, nur du nicht. Mann, ey.
unglaublich, sowas. Und abgesehen davon, dass hier diese blöden Pfeile mal wieder viel zu spät sind. Ach nee, wir müssen ja gar nicht. okay. Wir müssen ja hier geradeaus weiter. Wir könnten der Polizei dabei mal den Kofferraum klein fahren. Nee, an der nächsten müssen wir dann rüber. Nun, oh, fahr doch, du Affe! 3 Polizeifahrzeuge stehen hier rum. Mann, 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 hier Familienausflug zum Strand oder was? Ich kann die Ampel nicht mehr sehen. Hey. So. Noch können wir ja so ein bisschen unwirsch fahren, hätte ich bald gesagt. Wir haben ja noch niemanden an Bord. Kann ja nur uns stören, wie wir fahren, hm? Aber wir wollen ja auch pünktlich los. Ui, da kriegst du ja einen Geschwindigkeitsrausch. Eins verstehe ich nicht. Ich meine, okay, diese Steuerung hier ist jetzt nicht so lobe dem Herrn, aber es ist okay. Wieso? Gleiche Herstellerfirma. Kriegt man diese Steuerung nicht in On the Road hin? Dass es eine andere Engine ist, das kann ja keine Entschuldigung dafür sein. Bin ich jetzt blöd? Ich wollte gerade sagen, wie stehe ich denn jetzt auf? Hallo? In 2 Minuten vergessen, wie man von... Ich werde alt. Ich werde wirklich alt, aber sowas von... Mann, 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 Mann. Hier, komm. Die ganzen Gepäckfächer hier. Was ist hier für ein Bullshit? Auf die Tür. Ja, da ist unsere Ludmilla und man muss schon sagen, sehr freundlich sieht die nicht aus, also viele Furchen und ja. Judy, dann müsste ich jetzt mal sehen, dass wir uns hier ins System einloggen. So, und wir machen jetzt den Check-in. Gucken, wie wir alles mitnehmen. Komm, wir fangen hier hinten an. Na, Muttchen? Mahlzeit, ich benötige noch ein Ticket für die Fahrt. Bist du doof? Wo willst denn du hin? Nach Kiel. Das kostet doch alles Zeit. Können Sie sich sowas denn nicht vorher besorgen, Mensch? Man hört schon an der Stimme, sie ist sehr resolut. Danke. Ja, bitte, hau ab. Mach dich vom Ständer hier. Hallo, bin ich hier richtig? Du, Hamburg. Wie richtig bist, weiß ich nicht, aber ich nehme dich mal mit, Alter. Ja. Was ist mit dir? Hm? Hallo, das Ticket. Bitteschön. Nach Kiel, ja. Cool. Sind wir ja mal rein und Klappe halten, ja? Wer meckert, fliegt. Also ganz, ganz, ganz coole Sache. Hallo, mein Ticket. Kannst nicht Deutsch reden? Vielen Dank. Hallo. Ich hörte schon wieder, du redest nur Englisch. Hallo, hier ist mein Ticket. Oh, fahr mal mit. Danke. Ja. Grüezi, ist das gültig? Für dich nicht, nee. Danke. So, muss ich euch jetzt alle einsatteln? Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Och, kannst auch schwarz fahren, sind Plätze genug frei. Könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Nö, wohin? Nach Hamburg. Du willst nach Hamburg, was willst denn da? Ist doch nichts los. Doch, ins Mibula kannst du gehen. Nein, ich kriege kein Geld fürs Miniaturwunderland, aber ich möchte auch gerne mal hin. Das muss einfach genial sein. Also. Grüezi, bin ich hier richtig? Nee. Kann ich denn den jetzt. Hä? Achso.
Die haben mir echt das falsche Ticket gebucht. Ja, oder du warst zu doof dazu. Ich würde gerne ein Ticket kaufen. Es waren ja immer die anderen. Das merke ich ja bei uns in der Hotline auch. Es sind ja immer die anderen. Immer wir sind schuld. Nicht der Kunde. Also wenn ich irgendwo Probleme gehabt habe mit irgendeinem Anbieter, habe ich meistens festgestellt, dass ich selber schuld war. Achso, ich muss ja die Klappen noch wieder zumachen. Ja, du steh da mal noch ein bisschen hier, wa? Ich muss mal den Tempomaten ausprobieren. So, Türen zu. Yes, das ist besser, besser. So, rein. So, wir setzen uns hin und wir wollen die Fahrt starten. So. Setze den Gang in eine neutrale Position. Mann, was ist denn das heute? Ist der schon wieder aus? Mensch, nur Anfänger heute. Okay, wir fahren los. Und wir gucken mal, was unsere Gäste so zu motzen haben. Die blöden Höppel hier. Also 212 Kilometer bis nach Hamburg. Wenn man bremst, sollte man vom Gaspedal gehen, dann bleibt der Bus vielleicht auch stehen. Ich habe noch was vergessen. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen. Genau, wo sind die Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot? Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Ernsthaft? Sollte euer Akku zu Neige gehen? Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. Oh mein Gott! Ihr Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Ja. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil wachsen schon Eiszapfen. Was willst du? Wir haben 22... Und profitiert 18 Grad. Okay. Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell. Warum hat sich die verstellt? Außerdem für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragen. Ich meine, wir haben keine Ahnung. Es ist Juni. Wir haben 30 Grad draußen. Und wünschen da ist 18 Grad angenehm kühl. Viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Halt's Maul, Mann. We'd like to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information. Hey, Ansager Man, wir haben keine englischen. Es ist 22 Grad, ihr habt doch einen Schatten. Kloppt. In front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom. 22 Grad ist zu kalt. Ich kann lassen wir das. Machst du grün?
If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are... Hey, Freunde. Ist ja ein bei 20, muss ich mich gleich nackig machen hier. BH und Bluse ausziehen. Nee. Das kommt nicht in die Tüte, ne? Kannst du... Hör mal, du Ansager, Main. Kannst du jetzt endlich mal die Klappe halten? Ich bin ja mal gespannt, ob hier der Dingenskirchen funktioniert, der Tempomat. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a good journey and enjoy traveling. Das ist ja cool, der haut ja hin. Geil. Hier wird er jetzt ein bisschen langsam, würde ich sagen. Jetzt hat er. Ach, ist das nicht eine schöne Gegend? Da vorne hat ein Auto rausgespawnt. Was ein bisschen blöd ist, dass man aufgrund dieser Lenkungskamera im Grunde genommen den Spiegel nicht vernünftig erkennen kann. Das nervt mich allgemein. Sorry, ich habe die rote Ampel übersehen, aber es hat keiner gemerkt, ne? Die sind alle damit beschäftigt, sich warm zu rubbeln oder so. Was ist hier denn los? Hättest mich auch mal reinlassen können, du Eimer. Oh, jetzt musst du wegen dem wieder zurückfahren. Das kann ja wohl nicht angehen, ey. Jetzt komme ich erst. Dann komm, was will. So, was ist hier? Ich komme hier an dir jetzt nicht vorbei, oder was? Ich wumms dir jetzt ins Auto, ja? Ey, das kann nicht angehen. Okay. Nicht stehen bleiben müssen, du deine Karre da an die Seite räumst. Gucken, wie weit wir kommen. Ansonsten... Sie sollten mehr auf Ihr Navi gucken. Ach, halt die Schnauze, da stand einer im Weg, Alter. Hat's er nicht gesehen, oder was? Mann, blind wie ein Fisch, aber meckern. Das sind die Richtigen. Wer keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten. Mal sehen, wie weit wir hier kommen. Warum diese blöde Polizeisperre da war. Ach, herrje. Mir wird gleich schlecht. Ja, steig doch aus, du Eimer. So, und nu? Bleiben wir jetzt hier stehen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag oder was ist das? Also es ist ja, ich weiß nicht, dass hier irgendwann mal aufgehoben wird, diese Sperre, oder ob man hier jetzt eine Umleitung oder sowas fahren muss. Man hat ja auch hier, wenn ich mir jetzt mal diese Karte angucke, wir stehen jetzt hier vorne. Wir haben ja im Grunde genommen auch überhaupt keine Möglichkeiten, irgendwo anders lang zu fahren.
Man könnte jetzt hier unten rum, das macht aber keinen Sinn. Also wir können nur hier durch. Die Frage ist eben, wie lange ist das hier zu? Tja. Du hast doch hier eben durch den Bus gebrüllt, Alter, oder? Du brauchst jetzt gar nicht in die Luft zu gucken. Warst du das oder warst du das nicht? Noch ein Ton von dir, Freundchen, und du steigst aus. Ist dir das bewusst? Und du? Wenn du richtig geguckt hast, dann hast du eine Polizeisperre gesehen und dann bin ich nun mal außenrum gefahren. Dann nutzt mir auch das Navi, da brauchst du auch nicht ganz scheinheilig dein Handy rauszunehmen. Du blöde Kröte. Junge Frau, Sie sollten mal zum Friseur gehen, Ihnen fallen da vorne, haben Sie also ziemlich viel gar nichts. Ja, ich weiß nicht, was hier jetzt passiert, weil wir können ja im Grunde genommen nichts machen. Hier in dem Bus, ich bin im Bus. Ja, ich hab keine Ahnung, was wir hier jetzt machen können. Also wir stecken hier quasi fest. Wir können nicht vor, wir können nicht zurück. Wir können im Grunde genommen nichts machen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange hier diese Sperre vorhanden ist. Tja. Keine Informationen zu. Kilometer noch vor uns und wir stehen hier schön auf der Autobahn. Es hat noch was. Vor allen Dingen, warum fahren die da vorne alle? Was macht man hier in so einem Fall? Stopp, Polizei, ja, schön. Wir können jetzt natürlich da kommst du nicht mal zu Fuß durch. Uns jetzt auch nicht verkehrswidrig verhalten oder so. Hier ist der Kollege. Der hat die gleichen Probleme wie wir. Moin. Hallo. Hallo. Ey, du Kollegen-Arsch, ritzte mal mit uns. Überall wird man gemobbt. Ja, hier ist dann keiner mehr. Also ich habe keine Ahnung, was wir hier machen können. Ich würde jetzt so einfach mal spontan behaupten, die Fahrt ist hier zu Ende. Hier kommen wir auch nicht wieder zurück. Hier ist auch keiner mehr, hier kommt auch keiner mehr nach.
Was ist das da überhaupt, ein Acker? Jo. Das ist echt doof, sowas. Der steht da immer noch. Du kannst aber ja auch hier nichts machen, du kommst ja nirgendwo lang. Wo willst du denn langfahren, wenn hier zu ist? Ja, hier stehen sie rum. Schön. Kann mir irgendeiner sagen, was so genau? Ich würde den auch wegschieben, ganz ehrlich. Es ist interessant, dass die KI sich dann in Luft auflöst. Gehe in den Bus. Die Frage ist eben, was ich da soll. Ja, weiß einer, was bei solchen Polizeiabsperrungen passiert? Ich meine, es gibt ja einmal die Kontrollen, wo man dann auf dem Rastplatz rausfährt und so weiter. Und dann gibt es ja hier diese Polizeiabsperrung. Aber was passiert denn mit solchen Absperrungen? Verschwinden die mit der Zeit von allein wieder oder bleiben die da? Und man steht da eigentlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag oder wird jetzt erstmal ganz geschmeidig zu unserem Bus zurückgehen? Gott, das war so weit gelaufen. Unglaublich. Also ich muss jetzt erstmal ein Picknick machen und einen Kaffee trinken. Ah, ja. Gut, dass es diese Thermobecher gibt. Da kann man dann so einen Kaffee auch mal mitnehmen. Diese blöde Sperre ist immer noch da. Rewe-Car, ja auch nicht schlecht. Eine Mischung aus Rewe und Edeka. Wer es nicht erkannt hat, ist, naja. Tja. Ich würde einfach mal sagen, unsere Fahrt ist hier an dieser Stelle zu Ende. Ich muss mal nachgucken, was man hier machen kann. Und tja, in diesem Sinne, es war eine sehr kurze Fahrt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao, ciao. Hallo und herzlich.